Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes Nickel und ich will tatsächlich morgen das erste Mal mit dem Bulli einen richtigen Roadtrip machen, mit drin übernachten und so weiter. Und ich habe so ein kleines Problem, das habt ihr gerade schon gesehen. Und zwar geht nur eine dieser Wischwasserdüsen hier auf der Fahrerseite. Das heißt, das Sichtfeld des Fahrers wird eigentlich nicht gewischt richtig. Da muss man immer warten, bis das hier von den Scheibenwischern rüber transportiert wird. Und das ist ziemlich nervig. Das ist schon, seit ich den Bus gekauft habe. Aber jetzt werde ich das Problem mal angehen und die Düse austauschen. Hoffentlich funktioniert's. Leute, ich bin so dumm. Ich muss das einfach von oben nur aufschrauben und nicht hier von hinten ran. Na jo, perfekt. Umso leichter, ne? So, nun müsste man das ganz einfach rausheben können. Wollen wir das mal versuchen, ne? Irgendwie. Tada. Schimmers. Das ist sie. Da haben wir es doch. Oh ja, guck mal. Nun liegt hier da drin. So, das ist der kaputte. Das ist hoffentlich der neue. Tada! Es sieht ganz leicht anders aus, aber es sollte passen. Verlinke ich euch natürlich auch da unten, ne? Falls ihr das gleiche Problem habt. Aber wie soll ich den denn da festkriegen, Alter? Ach, einfach ein bisschen Nachdruck verleihen, da siehst du. Schlauch wieder dran und dann sollte einer sauberen Scheibe nichts mehr im Wege stehen. Zack. So, das war doch eine sehr einfache Reparatur. Dann wollen wir mal sehen, ob das auch funktioniert hat, ob er spritzt, wenn wir am Hebel ziehen. Und wieder spritzt so, meine Güte. Aber muss man noch ein bisschen Feinjustierung machen, glaube ich. Vielleicht mit einer Nadel so rein, den so ein bisschen. Der spritzt nämlich drüber. Ich zeige euch das mal. Ah, jetzt habe ich die ganze Suppe hier abgekriegt, ey, guck mal. Ah, Digga, uncool. Ich glaube, ihr habt gesehen, dass es wieder funktioniert. Jetzt habe ich aber noch ein Problem. Und zwar geht es um die Beleuchtungssituation im Bus. Ich meine, es ist ja schon sehr gemütlich, ne? Die Vorhänge, die Decke, das Bett, alles tutto bene. Aber die Beleuchtung, das passt noch nicht so ganz. Gerade wenn ich autark stehen will und gar keinen Strom habe. Also ich habe hier so ein... Oh, wo ist er denn? Na, da hinten. Ich habe jetzt zwar so einen Campingstecker oder so, aber ich habe ja noch gar keinen Strom im Bus. Das heißt, ich muss irgendwie mit dem Verlängerungskabel das Wenn dann machen und dann eine Lampe anschließen. Und die Lampen, die in der Decke waren, die haben wir ja damals umgelegt. Und zwar hier an die Seiten. Und da haben wir auch schon mal so was Kleines gebastelt. Das ging nicht so gut. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, mit diesem Stück Holz, das ich am Strand gefunden habe, noch mal was Kleines zu basteln und auszuprobieren, dass man das da irgendwie so hinmachen kann. Allerdings kann man die auch nicht dauerhaft nutzen. Deswegen habe ich auch noch zwei andere Lösungen, um hier ein bisschen die Gemütlichkeit zu steigern. Die zeige ich euch aber gleich. Jetzt versuche ich erstmal hier was zu bauen. Ich habe das Gefühl, dass ich gnadenlos scheitern werde, aber drückt mir die Daumen. Oh, Digga. Ja, so, jetzt kannst du losgehen, wa? Ah, lecker. We'll be right back.
Ja gut, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie war das wahrscheinlich absehbar, ne? Versuch Nummer 1 gescheitert, Versuch Nummer 2 folgt. Leute, Versuch Nummer 2 ist auch gescheitert. Ich fürchte, das Holz ist einfach nicht dafür geeignet. Das ist einfach am Zerbröseln. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen stabiler. Naja, gut, dann werde ich es doch aus diesen Dingern hier basteln, aus denen ich auch die Decke gemacht habe. Verlinke ich euch mal hier das Video zur Decke. War richtig schön. Viel Arbeit, hat aber Spaß gemacht und sich gelohnt. Und ja, jetzt versuche ich das so nochmal. Schnelldurchlauf, oder? Irgendwie Zeitraffer oder so. Ja Leute, was soll ich groß sagen? Ich denke, das war wieder allergrößte Fuscharbeit. Oder was heißt wieder? Das erste Mal eigentlich hier auf dem Kanal, würde ich mal behaupten. Aber ich wollte gerne, dass das schnell fertig wird, damit das da nicht so rumbaumelt. Es ist eine provisorische Lösung. Das System ist aber, denke ich, klar. Kleine Holzverblendung, hinten zwei Magneten drauf, damit das an der Karosserie festgemacht werden kann, ohne das zu verkleben. Ist eigentlich eine ganz smarte Lösung, wie ich finde. Und ja, ich werde daran festhalten, aber das einfach nochmal neu bauen und schick bauen. Und ja, in diesem Sinne, ich gehe jetzt zu Bett, glaube ich. Es ist schon 11 Uhr. Ich muss morgen noch viel packen für Dänemark, auch wenn es dann nur 3 Tage sind. Und in Dänemark werde ich euch dann auch noch meine anderen Lichtlösungen zeigen. Alles ohne Strom, ohne Landstrom, alles mit Akku. Das zeige ich euch dann, wenn ich in Dänemark bin, schön im Bett lege. Und ich habe da ganz coole Lösungen. Also bis gleich in Dänemark. Ich bin in Dänemark angekommen und mega, mega happy. Ich bin so ungefähr 3 Stunden, glaube ich, gefahren und war dann in Hvidesande. Da war es auch ganz nett und das war ja auch mein eigentliches Reiseziel. Allerdings bin ich nicht da geblieben, weil da gab es nur so Beton-Camper-Stellplätze. Die waren ganz okay, aber relativ teuer fand ich. 20 Euro pro Nacht, ganz schön viel und vor allem nicht so schick, ne? Und eine andere Sache, sie hatten keinen Strom. Ich meine, eigentlich brauche ich ja keinen Strom, um euch hier meine Beleuchtung nachher zu zeigen, weil da habe ich eine smarte Lösung, das zeige ich euch später. Aber ich muss noch das Video für Sonntag schneiden, das mit den Vorhängen. Das werdet ihr dann schon gesehen haben und deswegen brauche ich Strom. Und tatsächlich bin ich deswegen hier auf einem Campingplatz in Lünvik, mitten in den Dünen. Es ist mega schön, das zeige ich euch wann anders nochmal. Da hinten ist der Leuchtturm, kann ich aus dem Bus raus sehen und nichts ist irgendwie zwischen mir und dem Leuchtturm. Das ist voll geil und ich freue mich richtig. Mein Verlängerungskabel war zu kurz, aber netterweise haben die Nachbarn mir hier irgendwie mich damit rangelassen bei ihnen am Strom und so habe ich jetzt auch Strom und kann das Video für euch schneiden. Ich werde jetzt allerdings erstmal zum Strand gehen und ein paar Fotos machen, denn ich fotografiere sehr gerne und ich hoffe auf einen schönen Sonnenuntergang. Fotos werdet ihr immer auf Instagram bei mir sehen. Hier @johannesnickel könnt ihr gerne mal reinfolgen. Und wir sehen uns dann später, wenn ich euch endlich diese Beleuchtung hier zeige, die ich mir ausgedacht habe. Und meine erste Nacht im Bulli schlafen werde. Ich bin gespannt. Bis gleich.
Leute, was für ein Sonnenuntergang. Einfach herrlich, oder? Jetzt habe ich es mir hier schon gemütlich gemacht im Bus, habe alles ausgeklappt und so weiter. Und ihr seht es schon, ich habe hier Lampen angebracht. Und zwar ist das sowas Kleines Praktisches hier. Und das Geile ist, die sind magnetisch. Das heißt, ihr kannst hier einfach so ranklipsen. Und wenn du da kein Blech hast, dann sind da so Klebestreifen dabei. Das heißt, auf einer Seite kleben die, auf der anderen Seite sind die magnetisch. Richtig, richtig cool. Und die haben sogar einen Bewegungsmelder. Das heißt, wenn du die nicht dauerhaft anhaben willst, dann kannst du die auch mit einem Bewegungsmelder anmachen. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Genau, eine praktische Fernbedienung ist noch dabei. Das heißt, auf einen Klick wird die ein bisschen dunkler. Und die auch. Oder du machst sie einfach wieder heller und da hast du wieder ganz viel Licht. Ist das nicht geil? Die hat noch ein paar mehr Funktionen, Timer und so weiter. Entschuldigung. Ich verlinke euch das alles hier unten in der Videobeschreibung. Die gibt es auch in Kaltweiß. Vielleicht auch eine coole Variante, wenn man doch noch mal ein bisschen länger lesen will oder so. Vielleicht werde ich mir da auch noch eine besorgen. Die sind nämlich auch gar nicht so teuer. Also das ist meine relativ smarte Beleuchtungsvariante, die ohne Strom funktioniert. Die kann man nämlich mit einer Powerbank aufladen. Ganz easy. Das ist natürlich jetzt nicht das Allergemütlichste, aber sehr praktisch, würde ich sagen. Ich habe mir aber noch was besorgt, und zwar diese coolen kleinen Lichterketten. Zwei Stück und Magneten. Damit will ich die hier auch festmachen. Ich probiere das mal aus und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder und schauen uns zusammen an, wie das aussieht. Bis gleich. Seid ihr gespannt? Also, das Ding ist, ich habe die Fernbedienung dafür zu Hause vergessen. Das heißt, jetzt muss ich erstmal alle durchschalten. Naja, seht selbst. 3, 2, 1, los. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Also ich weiß nicht, ob das auf dem Video alles jetzt so gut rüberkommt, aber ich finde es mega schön, super gemütlich und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen in mein Buch lesen hier. Ich freue mich drauf, endlich mal wieder ein Buch zu lesen, habe richtig Lust drauf und bin gespannt, wie die erste Nacht im Bus sein wird. Also ist auf jeden Fall warm genug bisher, da mache ich mir keine Sorgen. Eine wichtige Frage ist noch natürlich zu klären, mit dem Kopf zur Heckklappe oder mit den Füßen zur Heckklappe? Wie macht ihr das? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ich bin gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Und dann berichte ich euch von meiner ersten Nacht in meinem Bulli. Ich bin gespannt und freue mich auf den Kaffee morgen. Gute Nacht. Morgen, Leute. Die erste Nacht im Bulli ist geschafft und es war herrlich. Es war einfach herrlich, Leute. Ich sag's euch. Es ist so schön. Ein richtig schönes Gefühl. Wir haben das hier alles ausgebaut. Den Deckenhimmel, die Seitenwände, das Bett, die Vorhänge und jetzt endlich drin zu schlafen, ist einfach richtig, richtig schön. Und es war eine angenehme Nacht. Ich bin zwar ein, zwei Mal wach geworden, weil das ziemlich windig ist. Und ich habe vorne die Fenster ein bisschen auf und dann zog das manchmal so rein und das wackelt auch manchmal ein bisschen, weil ich hier direkt an der Küste stehe. Also ich kann fast das Meer sehen, wären da nicht die Dünen. Ne? ja, wie auch immer, mit Feuchtigkeit hatte ich jetzt heute noch gar kein Problem. Also hier ist gar nichts so wirklich. An den Fenstern war so ganz bisschen was, aber ich einmal die Tür aufgemacht, dann war das auch gegessen oder vielmehr getrunken wahrscheinlich. Ja, ich wollte jetzt eigentlich fotografieren gehen zum Sonnenaufgang, aber da hinten ist ein graues Wolkenband, das heißt die Sonne wird erst ein bisschen später heute rauskommen. Vielleicht habe ich die nächsten Tage nochmal Glück. Da solltet ihr mir auf
vielleicht habe ich die nächsten Tage ja nochmal Glück und da solltet ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Da seht ihr mal die ganzen Fotos und auch kleine Videos. Und da ist es auch alles immer noch ein bisschen aktueller, weil diese Videos hier immer ein bisschen länger Zeit brauchen. Also schaut da gerne mal vorbei hier, @johannesnickel. Und ich mache mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee und dann sehen wir uns nochmal kurz wieder, ne? Übrigens diese Lichter, ich bin echt begeistert. Die eignen sich auch sehr gut als Videolicht. Also, falls ihr den ganzen Tag Videokonferenzen habt oder so, dann kauft euch einfach so ein, zwei davon. Oder falls ihr TikTok macht, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Bis gleich. Oh, Kaffee. Fertig zum Fass. Ach Leute, ist das nicht herrlich, so ein frisch gebrühter Kaffee am Morgen? Einfach traumhaft. Das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass gerne ein Like unter diesem Video da. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du ihn hier, wo meine Kaffeetasse ist, kannst du ihn abonnieren. Und dort drüben kannst du dir ein anderes Video anschauen. Vielleicht kommen noch mehr Videos aus Dänemark, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich mein Kameraladegerät vergessen habe. Ich werde versuchen, eins aufzutreiben. Dann kommt noch ein Video aus Dänemark. Also drück mir die Daumen und bis Mittwoch oder Sonntag. Ciao.